Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gibt es die Second Book Challenge und ich habe... Doch, Second Book Challenge. Und ich habe Hendrik von Henius Buchleben beshoppt. Kann man das so nennen? Ich weiß nicht richtig. Und zwar läuft das Ganze so ab, dass man 20 Euro Budget hat, 4 Aufgaben lösen muss und die Bücher dürfen aber nicht neu sein. Das heißt, eins muss aus dem eigenen Bücherregal sein, eins aus einem Bücherschrank, eins ein Mängelexemplar und das vierte von einer gebrauchten Plattform. Also egal, ob ihr jetzt Rebuy oder Medimobs auswählt oder was bei eBay Kleinanzeigen kauft, es sollte ein gebrauchtes Buch sein. Und ich muss tatsächlich sagen, dass Hendriks Aufgaben gar nicht so einfach waren. Hallo, ich bin Hendrik vom Kanal Henius Buchleben und ich freue mich total, dass ich Lisa diese Aufgaben für die Second Chance Book Challenge stellen darf. Mann, was ein kompliziertes Wort. Ich bin schon super, super, super gespannt, was für Bücher die Lisa mir schicken wird. Ihr müsst gar nicht lange warten, ihr seht das gleich schon. Ich muss noch warten, bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich das Paket bekomme. Aber ich freue mich schon jetzt total darauf und bin mega gespannt. Ich lese mal kurz die 4 Aufgaben vor, die ich mir ausgedacht habe. Und das ist einmal die erste Aufgabe. Genau wie du liebe ich Fantasy-Bücher und darüber hinaus liebe ich Karten in Büchern. Such mir ein Fantasy-Buch mit einer wunderschönen Karte. Karten. Oh, ich liebe Karten in Büchern und vielleicht findet Lisa ja ein tolles Buch mit einer schönen Karte für mich. Zweite Aufgabe. Wir beide haben einen so unterschiedlichen Lesegeschmack und mögen uns trotzdem. Finde ein Buch, das dir nicht gefallen hat, aber mir bestimmt gut gefallen wird. Lisa und ich, wir gehen bei so vielen Büchern total auseinander. Die Bücher gefallen der Lisa, mir gefallen die dann nicht oder andersrum. Aber ich glaube, das macht auch irgendwie den Reiz aus. Dritte Aufgabe. Meine Lieblingsfarbe ist orange. Ja, meine Lieblingsfarbe ist wirklich orange. Findest du ein Buch, das irgendwie zu der Farbe passt, aber kein High-Fantasy-Buch ist? Ja, ich fand die Aufgabe so nur orange, war vielleicht ein Ticken zu einfach und deshalb habe ich noch gesagt, okay, kein High-Fantasy-Buch. Nicht, dass es jetzt besonders viele orangene High-Fantasy-Bücher geben würde, aber ich glaube, also diese kleine Kirsche obendrauf war noch nötig. Vierte Aufgabe, suche ein Buch, von dem du der Meinung bist, dass es eine absolute Schande ist, dass ich es noch nicht gelesen habe. Ja, ich glaube, da hat die Lisa ein paar Kandidaten, die sie da für mich aussuchen könnte. Und ich bin schon unfassbar gespannt und freue mich schon sehr, das Paket auszupacken. Wir sehen uns ja gleich wieder und deshalb sage ich bis dann. Vor allen Dingen, weil es bei uns Bücherschränke nicht, also es gibt nicht so viele Bücherschränke und man muss tatsächlich auch sagen, dass die Qualität der Buchschränke eher mau ist. Aber seht selbst, ich habe euch einmal das gefilmt, wo ich quasi dann was gefunden habe und zeige euch dann danach, glaube ich auch, beziehungsweise zwischendrin, die Sequenz von dem Bücherschrank hier bei mir ja, in der nächstgrößeren Stadt, wo ich super enttäuscht war, wirklich. Aber guckt einfach kurz selbst. Hallo ihr Lieben, ich hoffe die Qualität ist einigermaßen okay. Es ist schon relativ dunkel, ich bin nach Feierabend noch schnell hierher gefahren, weil ich blende euch gleich mal noch ein Video ein, wie es quasi in dem Bücherschrank bei mir um die Ecke aussah. Rudis Restrampe ist noch nett. Aber ich war jetzt in Marbach und da gibt es einen sehr schönen Bücherschrank. Natürlich ist da die Auswahl nicht so groß und es sind tatsächlich auch eher alte Schinken. Ich habe aber eins gefunden und das zeige ich euch dann aber zu Hause im Video, weil es ist sehr kalt und die Licht- und Bildqualität hier ist... Jetzt geht auch noch das Licht im Auto aus! Die Licht- und Bildqualität hier ist natürlich nicht so der Knüller. Genau, ich bin gespannt, was Hendrik zu meiner Auswahl sagt. Ich fand, es klang super interessant, aber es muss einem natürlich trotzdem liegen. Ich hoffe, er liest. Das ist meine größte Angst, dass ich was aussuche, was er gar nicht liest. Also gerade beim Bücherschrank, bei allen anderen Dingen kann ich es dann noch einigermaßen steuern. Drückt mir die Daumen. Und weil wir beim Thema Buchschrank sind, bleiben wir auch gleich bei dem Buch, das ich aus dem Buchschrank habe. Und zwar ist das einmal Almunda Grandes, Kleine Helden. Das ist ein Roman aus dem Hansa Verlag. Der ist, finde ich, in einem sehr guten Zustand. Hier hinten ist er wohl mal ein bisschen feucht geworden. Ich werde Hendrik sagen, dass er euch mehr zu den Büchern sagt. Das finde ich irgendwie passender, weil dann haben wir gleich seine Reaktion, wenn er den Klapptext liest.
Ich fand es eine süße Geschichte und das ist das Buch zu dem Orange. Die zweite Aufgabe, die ich von Hendrik hatte, war das Buch mit einer Karte. Und ich muss euch sagen, das war der größte Fail ever. Ich habe euch leider nicht mitgenommen beim Online-Shopping, weil ich das tatsächlich immer mal wieder abends und nachmittags gemacht habe, beziehungsweise auch unterwegs vom Handy aus und immer wieder geguckt habe, was es so gibt. Und das ist einfach schwierig zu filmen. Ich konnte mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Noch dazu bin ich ja nicht so der Vlog-Mensch, deswegen müsst ihr euch jetzt quasi mein fertig geschopptes Gequatsche anhören. Und zwar war das eben so, dass ich gedacht habe, wow, cool, dieses Buch, das fände ich sowieso total cool für Hendrik, weil ich es sehr mochte. Er kannte es gar nicht und ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm gefällt oder dass es mein Buch ist, das uns beiden gefällt. Wir sind da ja ein bisschen unterschiedlich, dazu kommen wir aber auch noch. Und habe ihm dann eben Vertrauen und Verrat von Erin Beattie gekauft. Das ist meine Avell-Bestellung gewesen, das heißt, das ist das Mängelexemplar. So sieht das aus, weil ich wusste, dass im Hardcover eine Karte drin ist und das Hardcover gab es eben nicht und dann dachte ich so, oh Mann, hoffentlich ist hier eine Karte drin. Was soll ich sagen? Hier drin befindet sich keine Karte. Ich habe dafür aber eine Lösung, die ihr aber dann bei Hendrik angucken könnt. Ein Buch, das ich mochte, er aber nicht. Das war die Aufgabe, die ich mit einem Buch aus meinem Regal erfüllt habe. Und zwar ist das Moonlight Touch. Ich weiß, dass das ganz vielen gefällt. Und ich weiß ja, dass Hendrik lieber High Fantasy liest. Und deswegen könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass ihm dieses Buch gefällt. Meins war es ja gar nicht. Und naja, ich musste mich hier so ein bisschen entscheiden, weil hier ist nämlich auch eine schöne Karte drin. Aber da mir sonst kein Buch eingefallen ist, das ich mochte, er aber nicht, musste dieses hier herhalten für eben diese Aufgabe und ich habe das im Januar angefangen zu lesen bzw. zu hören. Ja, war nicht so meine Welt und deswegen darf Hendrik das jetzt mal in Augenschein nehmen und ich hoffe, dass es ihm gefällt. Ist also in einem Tip-Top-Zustand, würde ich mal behaupten. Das hat eigentlich gar nichts. Ich lese meine Bücher alle vorsichtig, auch am Schutzumschlag, abgesehen von hier oben so ein paar Knickelchen. Das ist eigentlich okay, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was Hendrik dann sagt. Und jetzt die letzte Aufgabe. Leute, was für ein Buch werde ich Hendrik wohl kaufen, das er noch nicht kennt, ich aber absolut liebe? Ja, ihr habt richtig geraten. Und zwar habe ich Rubinrot, Liebe geht durch alle Zeiten, bestellt bei Momox, also bei Medimops. Und ich glaube, ich hatte noch nie so viel Glück. Ich bin richtig traurig, dass es kein Buch ist, das bei mir bleibt. Denn ich habe für dieses Buch nur 3,41 €, also nicht mal 4 Euro bezahlt. Und jetzt passt auf, hier kommt der Knaller. Dieses Buch ist ungelesen. Das sieht aus wie neu. Das Einzige, was hier so ein bisschen ist, aber das hat dieser Papierumschlag halt an sich, ist hier oben so eine Mini-Ecke. Und was vielleicht auch einfach vom Alter kommt, also ich weiß nicht, wie alt dieses Buch schon ist, also nicht wie lange das quasi schon bei Medimops liegt, sondern vielleicht auch bei dem lag, der es verkauft hat. Hier geht ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, ein bisschen geht hier das Plastik ab. Also da ist ja so ein bisschen eine Folierung drüber, das löst sich ein bisschen auf. Aber ganz ehrlich, Leute, ansonsten ist das ein Tip-Top-Zustand. Ich hatte richtig dolle Angst, dass das völlig verlesen bei mir ankommt, obwohl ich Auswahl sehr gut getroffen habe. Wie gesagt, ich blende euch hier den Preis ein und den zu Avell. Bestellung habe ich euch vorher, glaube ich, auch eingeblendet. Das heißt, da könnt ihr sehen, was ich ausgegeben habe. Und jetzt bin ich super, super gespannt, was Hendrik sagt, wenn er die Bücher auspackt. Und würde sagen, wir gucken uns das mal gemeinsam an. Ganz viel Spaß. So, hallo. Ich bin Hendrik vom Kanal Hendriks Buchleben und ich habe hier Lisas Paket. Und ich freue mich schon richtig doll, das auszupacken. Ich habe das schon aufgemacht, denn es war wirklich extrem gut zugeklebt. Und ich bin sehr gespannt, was ich da drin entdecken werde. Ich hoffe, dass Lisa irgendwie das markiert hat, welches Buch zu welcher Aufgabe gehört, damit ich dann auch weiß, was zu was gehört. Ansonsten müssen wir gleich gemeinsam mal raten. Ach, sieht das schön aus. Eine richtig schöne Karte ist dabei. So sieht die aus. Lieber Hendrik, ganz viel Spaß mit den Büchern. Ich hoffe sehr, dass sie dir zusagen. Erstes Buch ist ein Mängelexemplar, das zweite Buch ist aus meinem Regal, das dritte Buch ist aus dem Bücherschrank, das vierte Buch ist gebraucht. Fühl dich gedrückt, deine Lisa. Ja, ein Drücker zurück und so, dann gucke ich mal, was die Lisa so, wow, oh mein Gott, das sieht so schön aus. Also, so sieht's aus, es ist richtig
richtig gut verpackt. Erstmal Mikado, sehr, sehr lecker. Und Hitchler Gummibärchen oder Gummischnüre. Yay, super geil, ich freue mich. Und das hier ist ein Notizbuch, glaube ich. Das sieht auch mega schön aus und ein richtig schönes Lesezeichen ist dabei. Also da bin ich ja, das ist ein Notizbuch. Wow, das ist richtig hübsch. Also man kann ja nie genug Notizbücher haben und das ist echt richtig toll. Ich stehe so voll auf diese Lederoptik, also das finde ich richtig toll. Ah, super, da werde ich auf jeden Fall eine Verwendung für finden, da freue ich mich ja sehr. Und auch dieses süße Lesezeichen, das ist ja echt richtig schön. Ach, herrlich. Okay, dann gucken wir mal. Erste Aufgabe, hier musste ich ein bisschen mogeln. Okay, jetzt muss ich nachgucken, was die erste Aufgabe war. Die war ein Buch, genau, ich habe ein Buch mit einer Karte drin, ein Fantasy-Buch mit einer schönen Karte und das ist ein Mängelexemplar. Und mein Gott, ist dieses Geschenkpapier schön. Da muss ich die Lisa mal fragen, wo sie das her hat. Das finde ich wirklich, also das finde ich extrem schön. Vertrauen und Verrat von Erin Beatty. Aha, sie musste ein bisschen mogeln. Ah, du hast eine Karte ausgedruckt? Also anscheinend gibt es zu dem Buch eine Karte, aber sie ist nicht in dem Buch drin. Und Lisa hat sie dann ausgedruckt. Okay, das finde ich sehr witzig. Ja, vielleicht ist das irgendwie eine Reihe und in einem späteren Buch sind erst die Karten drin oder so. Ja, cool. Okay, es geht irgendwie um eine Kupplerin, die, weil in ihrem Königreich, in dem sie lebt, Tradition ist, mit jemandem verheiratet zu werden, den man nicht kennt, halt eben Kupplerin wird und deshalb andere Leute verheiratet. Und dann muss sie doch irgendwie heiraten. Klingt mega cool. Ich weiß nicht, wie viel Lisa euch da jetzt drüber erzählt hat, aber auf jeden Fall super spannend. Und sehr, sehr, sehr witzig, dass du die Karte ausgedruckt hast. Finde ich richtig gut. Okay, zweitens. Ich habe es abgebrochen, aber es könnte voll deins sein. Ja, das war die Aufgabe, dass ich gesagt habe, ein Buch, das ihr nicht gefallen hat, aber mir wahrscheinlich gefallen wird, da Lisa und ich ja dann doch einen unterschiedlichen Lesegeschmack haben. Und da bin ich mal sehr gespannt. Und es ist auch schon wieder so extrem schön verpackt und es tut mir eigentlich in der Seele weh, dass ich das Papier so kaputt machen muss. Aber es ist so gut verklebt, deshalb kriege ich das sonst gar nicht da raus. Dann ist das wahrscheinlich auch das Buch, was ich schon zu Hause hatte. Moonlight Touch, Chroniken der Dämmerung von Jennifer Alice Jaeger, wie auch immer. Okay, das sieht voll schick aus. Und es erinnert mich so ein bisschen an dieses eine Buch. Ist das Kassadim, wo auch so Leute vorne drauf sind? Okay, es geht um ein Mädel, die irgendwie eine Diebin ist und dann gefangen wird. Oh, hier ist auch eine Karte drin. Guck mal, das hättest du doch auch nehmen können für die Karte. Ja, da ist auch eine schöne Karte drin. Das finde ich cool. Des Fantasy-Zweiteilers. Ah, es ist sogar nur ein Zweiteiler. Okay, ja, da hat man ja dann auch gar nicht so viel zu lesen. Das ist ja sehr angenehm. Das sieht echt schön aus. Ich bin gespannt. Also, ja, cool. Kenne ich gar nicht. Also habe ich echt noch nie gesehen. Okay, das dritte Buch ist aus dem Bücherschrank. Und da steht drauf, Puh, die war schwer. Ich hoffe, das Buch ist was für dich. Was war denn meine dritte Aufgabe? Ich habe das schon echt wieder vergessen. Achso, Orange. Ein orangenes Buch, weil meine Lieblingsfarbe ist Orange. Ein orangenes Buch, das kein Fantasy-Buch ist. Oder kein High-Fantasy-Buch. Oh mein Gott, das sieht mega schön aus. Wow, das ist so ein... Das sieht aus wie neu. Okay, ich lese mir mal durch, worum es geht. Okay, es geht um eine Familie in Spanien, in Madrid. Richtig toll, ich liebe Spanien. Und das klingt mega cool. Also, das klingt echt richtig toll. Irgendwie geht es um eine Weltwirtschaftskrise. Ich weiß jetzt nicht, zu welcher Zeit das spielt, ob es um eine aktuelle Krise geht oder um eine spätere. Es sieht wirklich wahnsinnig schön aus. Es ist auf jeden Fall orange genug und ich bin wirklich begeistert. Also Wahnsinn. Voll cool. Und dann ist noch ein Buch da. Und das ist ein Buch, was sie gebraucht gekauft hat. Ein Buch, von dem Lisa sagt, dass es eine Schande ist, dass ich es noch nicht gelesen habe. Und hier steht drauf, es ist wirklich eine Riesenschande. Und ich hab
so eine Ahnung, was da drin sein könnte. Ich habe so eine leise Ahnung und wir werden jetzt gemeinsam... Und ja, 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 ja. Ich wusste es. Ich wusste, dass Lisa das Buch aussucht. Es ist Rubinrot von Kerstin Gier. Liebe geht durch alle Zeiten. Ach ja, ich freue mich. Ich freue mich echt sehr, dass sie mir das geschickt hat. Da habe ich so ein bisschen drauf gehofft, dass es das wird, denn ja, Lisa findet zu Recht, da glaube ich, dass das eine Riesenschande ist, dass ich das Buch noch nicht gelesen habe. Und mein Gott, das ist ja in einem richtig geilen Zustand, muss man ja echt sagen. Also das ist ja richtig, richtig gut. Richtig, sieht aus wie neu. Also, ha, da freue ich mich drauf, da freue ich mich wirklich drauf. Da habe ich wirklich ja so viel Gutes von gehört und Lisa schwört ja auf diese Bücher. Und jetzt habe ich es auch da und ich bin sehr gespannt und habe richtig Bock und bin echt richtig happy. Und es sieht wirklich wunderschön aus. Also tausend Dank, liebe Lisa, für diese geilen Sachen, also diese tollen Bücher. Das ist echt eine richtig, richtig schöne Auswahl und ich bin wirklich sehr begeistert, wie schön diese Bücher alle aussehen. Also das ist ja der Wahnsinn. Tausend Dank. Also es hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet, dieses Paket auszupacken. Ich bin sehr, sehr happy und freue mich schon ganz doll, diese Bücher bald lesen zu können. Also danke, danke, danke und danke an euch, dass ihr euch das Video hier angeguckt habt. Und ich glaube, mehr gibt es auch nicht zu sagen und deshalb tschö, tschö. Ja, ich hoffe, euch hat das Video ganz viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht so richtige Shopping-Sequenzen gab. Ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Tag, Nachmittag oder Abend. Fühlt euch gedrückt und schreibt mir super, super gerne unten in die Kommentare, welche Bücher ihr für Hendrik ausgesucht hättet. Das würde mich total interessieren. Und dann wünsche ich euch jetzt... Habe ich gerade schon gesagt, ne? Ich wünsche euch trotzdem einen tollen Tag, fühlt euch gedrückt und bis ganz bald. Ciao!